Liebe Fans, wir begrüßen Sie zu dieser Partie. Ja, willkommen wieder, liebe Leute, zu FC 24. Es ist echt cool. Und das letzte Spiel war wirklich blöd. Also, das war krank, einfach krank. Würde ich sagen. Gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Ja, und jetzt gegen Real. Schauen wir mal in Liga 8. Ihr wisst es ja. Kein Foul, okay. Sie holen sich den Ball. Auch okay. Der Kopfball eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Den hat er nicht richtig getroffen. Fast harmlos, ja. So gehen's die Bayern also heute an. Was ist da aufgekommen? Manuel Neuer, Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Was ist da aufgekommen, Digga? Harry Kane. Sie stören früh, da ist der Ball. Und so wird das nix, den hält der Torwart. Was ist mein Aufkommen? Kein Tor wieder. Der Ball ist Mann, wieder. Ja, ist ein Break, sag aber. Thomas Müller. Klasse gehalten von Courtois. Oh, der war nicht einfach. Aus der Distanz. Kimmich führt aus. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Buschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Eder Militao spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Was tut der? Vinicius Junior steht mit Federico Valverde auf dem Flügel. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. In diesem Spiel wird Harry Kane eine wichtige Rolle spielen. Vor dem Tor kaum. Ach, zu ungenau, der Ball ist weg. Ja, und jetzt schauen wir, wie Liga 8 läuft, ne? Ne, vielleicht muss der noch Einstellungen machen, so wie in die ersten paar Zimmer. Sei es Kamera, sei es Spieleinstellung. Ne. Das gibt Einwurf. Nee. Gutes Tackling. Gute okay, ich glaube, ich habe gar keinen Gegner gerade, kann das sein? Jetzt müssen Sie aufpassen. Kane. Er kann sie in Führung bringen. Den Ball holt er. Vielleicht die Führung jetzt. Wir haben das erste Tor des Tages und wer war's? Natürlich. Ja, da haben wir jetzt gewonnen, oder? Jetzt habe ich es da gemacht, ja. Mach mal genau eins. Komm, habt's verdient. Okay, ich bin halt nett. Heute gibt's einen Gönnerpart. Nun ist es endlich soweit. Wir kommen zu dem Spiel, auf das alle Fußball aus dem Estadio Santiago Bernabéu. Also gegen Real zweimal dann passt. Ich glaube, es war vor Real, gell? Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Auf dem Programm wieso steht der eine sehr interessante Begegnung. Real Madrid gegen Bayern München. In den ersten drei Partien. Ist das das Tor? Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Na, natürlich. Das ist die Aufstellung von Real Madrid. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Dani Carvajal spielt mit Ferland Mondi in der Abwehr. Vinicius Junior steht mit Federico Valverde auf dem Flügel. Und im Sturm ist Rodrigo. Aber ganz kurz, das könnte es sein. Mhm. Ah, wenn Sie da ein bisschen mehr Geduld haben, dann lässt sich dieses Abseits vermeiden. Auf jeden Fall, vorne steht jemand im Abseits. Ach, schon wieder? Was ist denn da jetzt? Das ist ärgerlich.
Der Ball beim Spielt der jetzt auch wieder nochmal oder was? Oder was ist da jetzt? Kane geht vorbei. Früh stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ballgewinn. Wahnsinn! Ah. Er kann ihn kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion, das hat er richtig gut gemacht. Thomas Müller. Chance zur Führung. Da ist das Pressing erfolgreich. Coman, Spiel steil. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Pass wird abgefangen. Da ist Mondi. Vinicius Junior. Sie blocken den Ball ab, aber die Szene geht weiter. Den blockt er wieder super ab. Außen hätte Kane vielleicht die Lücke. Muss es fast sein. Wahnsinn. Vinicius Junior. Bellingham. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Den Ball hält er gut. Puh. Ecke in die Mitte. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Rodrigo. Chance zur Führung. Da passt der Torhüter auf. Gefahr vorbei. Den Ball hat er jetzt sicher. Kane. Steilpass. Gefährlich. Kane. Immer noch gefährlich. Das war die Riesenchance, aber Courtois lässt sich nicht überwinden. Stark gemacht. Jetzt kommt die Ecke. Kein Grund zur Aufregung. Ah, da war ein bisschen. Bisschen weit, ja. Goretzka. Courtois gehalten. Ganz starke Parade. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Vinicius Junior. Flanke von Vinicius Junior. Abwehr kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. Masraoui. Geht da voll in diesen Zweikampf. Und jetzt die Real. Schön zurückgespielt. Da ist der Tor da. Gut gemacht. Kurz hat er gut gehabt. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Gute Aktion, gut geklärt. Gottes Willen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das könnte was werden. Gehalten, ganz stark. Gut verteidigt. Was ein Chaos. Jetzt die Chance. Pfosten, Ball bleibt im Spiel. Das ist. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Die Bayern wollen die Führung und da hätten sie sie auch fast gehabt. Bei das gibt's ja gar nicht mehr. Sie kommen der Führung so langsam näher. Und jetzt achten wir auf diesen Angriff. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Das macht er sicher. Ist sehr spannend, sehr aufregend, sehr eng. Ecke kommt lang. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Jetzt können sie kontern. Ja, weg ist der Ball. Mhm. Oh ja. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Carvajal, das ist der Ballverlust. Oh ja. Der Ball ist wieder bei Real. Kane. Chance zur Führung.
Jetzt können Sie den Angriff starten. Okay. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Könnte ich, ja. Da sieht er schlecht aus. Er trifft den Zeigen. Was? Gibt's nicht gesehen, leider. Schön. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Komm an. Die Chance jetzt. Ist das das Tor? Thomas Müller, Fahne ist oben. Jo. Okay. Gibt's da? Ja, okay. Oh Gott. Jo Leute, und bei euch, was geht so? Ja. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Frühe Stören jetzt. Im Estadio Santiago Bernabeu ist erstmal Pause. Das war der erste Spielabschnitt. Oh Mann. Ah, ich hab grad was gelesen nebenbei. Egal. Jo. Knapp was soll ich sagen? Für die Bayern, der Ball rollt wieder. Wir gehen rein in Durchgang 2. Da lässt Müller den Gegner stehen. Klasse. Frühe Stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ball gewinnen. Das ist natürlich ein guter Pass. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Wollt ihr nicht Pause machen? Geh weiter, bitte. Eins-eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt kommt die Wende. Auf dem Flügel ist Platz für Vinicius. Gems Gas. Ball kommt an den langen Pfosten. Befreiungsschlag. Rodrigo. Vinicius Junior. Ball soll zu Bellingham. Gehalten, da zeigt er sein Können. Mhm. Ah, das ist verletzt, ne? Die Bayern wechseln. Ecke kommt in die Mitte. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Vielleicht die Konterchance. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Klasse Zuspiel. Harry Kane. Thomas Müller. Wöd Tor, bitte. Wöd, Leute. Wöd. Yes. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann schlägt Thomas Müller zu. Macht er eiskalt aus nächster Nähe. Ja, wie man halt kennt, ne? Genau. Gibt Einwurf. Harry Kane ganz energisch jetzt. Alleine durch.
Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt nice, Leute, ja. Ja, schön. Also gern Bewertung und Abo da, ein Kommentar bei Interesse. Wirklich, wisst Bescheid, wäre echt nice. Ja. Bisschen viral wiederbringen. Und jo, läuft, ne, würde ich sagen. Läuft, Leute, läuft. Jetzt ist er durch. Da geht sie nochmal dazwischen. Glück gehabt. Die Chance muss ich schießen. Ich weiß. Ärger mich mehr wie ihr. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall. Muss er runter? Kane. Die Torgefahr in Person. Da zeigt er es wieder. Nächster Treffer. Nice. Jetzt wird er hier gefeiert. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann kommt dieser stramme Schuss von Harry Kane. Das Tor Villa lässt er sich nicht mehr. Ja, Don, nice, nice. Da gehört er zu den Besten. Solche Situationen liebt er und die nutzt er. Erstmal Ballverlust. Tut überhaupt noch was? Kane mit der Chance. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das ja. War wieder ein super Tor. Ich glaube, da tut aber auch nichts mehr. Oder? Egal, ich find's cool. Paar 23 dann mittlerweile. Aber wie gesagt, da haben sie zum Bonus, war jetzt ja quasi 2 in 1, gell? Ich meine, das eine kann man ja nicht rechnen, weil das war ja, weiß nicht wie kurz, gell? Trotzdem. Sie machen sofort Druck und dann der Ballgewinn im Angriffsdrittel. Kane geht vorbei. Die Riesenschuss von Müller. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Ja, macht Spaß. Ihr habt echt Zappersäure. Ne? Er zieht an seinem Mann vorbei. Also was willst du mehr? Das ist natürlich super gemacht. Tolle Technik und drin ist der Ball. Genau. 6-1, das ist schon eine richtige Abreibung. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Kane mit der Chance. Und da ist das Tor. Mist, ist egal, ich spiel. Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Den Treffer will er einfach. Ja. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Du hast wieder was, ja. Nein, ne? Finde ich auch blöd. Also da wird es anscheinend kein 2 hintereinander, was dann keinen Bock mehr gehabt haben oder so. Was ich echt blöd finde. Schönes Pressing jetzt. Kein Grund zum Aufatmen. Weiter geht's. Weiter gefährlich. Das ist die Möglichkeit. Er hat weiter den Ball. Ein fantastischer Treffer. Hat er jetzt aufgegeben, ja. Ja, na gut, danke Leute, ihr wisst Bescheid, ich glaube, ich hab was verdient, oder? Dann bis zum nächsten Mal, war geil, euer Badl. Tschüss.